Frühling naht, das ist jetzt Quatsch, dass der Frühling naht. Ne? Das ist jetzt Poesie. Da müssen sich jetzt wirklich dem Wort hingeben und mal die Umgebung vergessen. Das ist ja manchmal auch besser so. Frühlingserwachen. Der Frühling naht, der Frühling naht. Der Schneeschuhfahrer im Spagat liegt wartend im verharschten Schnee. Das tut weh. So. In dieser Art ist das. Die Fischmann-Gedichte sind so, es ist im Grunde nichts Neues, aber es ist trotzdem überraschend. Man kann nichts dagegen sagen. Und es ist in allen Lebenslagen Freude und Ermutigung, wie zum Beispiel auch Frühlingsluft, Frühlingsluft. Oh, jetzt sind die Kinder. Aber es ist ja gut, wenn sie blägen, ne? Sehr gut. Ich könnte sagen, seid mal leise, aber die hören sowieso nie. Was auch wiederum gut ist. Was? Nee, ich sag nie, seid leise. Das sind die kleinen Frechen hier, ihr seid klasse. Wirklich, das ist der Hoffnung. Das sind die, die nie sitzen geblieben sind. Frühlingsluft, Frühlingsluft, oh welcher Duft, durch Scheißhaus, Stall, Familiengruft, zieht die Frühlingsluft. Kommt sie dort raus, dann gute Nacht, das hätte der Herbstmief genauso gemacht. Es ist also in der Tat so, dass man bei den Fischmann-Gedichten auch manchmal über so gewisse moralische Schranken hinwegsehen muss. Ja, die sowieso im Grunde genommen nur hinderlich sind. Und die Fischmann-Gedichte sind da auch eine gute Hilfe, da mal einen Schritt weiter zu gehen. Auch hier, Ostern ist ein schöner Brauch. Und bei Schulzens ist er's auch. Denn jedes Jahr zum Osterfest liegt ein kleiner Schulz im Netz. Das ist für viele überraschend, aber sowas ist möglich. Sowas ist möglich. Für diejenigen, die so ein bisschen aus dem Dörflichen kommen, die so sagen, nur, wir haben nur eine Ziege oder Karnickel im Stall oder so, ist das hier eventuell interessant und hilfreich, die Karnickelversammlung. Die Feigsten auf der Kleinen, das ist gut. Ne? Die verstehen es zwar noch nicht, aber die merken es, ist witzig. Das ist das Entscheidende. Andere verstehen es und merken, dass es witzig ist, das ist viel schlimmer. Die Karnickel haben sich versammelt, denn das Futter ist vergammelt. Die Fünfe feigsten mehr als die 500, es ist so. Bezaubernd. So geht es nicht weiter, sagt Hugo, der Rammler. Gabi muss uns versorgen, wir sind keine Sammler. Ich bin ganz deiner Meinung, mich ekelt das Vergammelte, ergänzt Caroline, die graue Gerammelte. Und ringsum wird laut, dass es so nicht mehr geht. Sie zernagen die Bretter und springen ins Beet und holen die Möhren, Spinat und Kohlrabi, dann stürmen sie das Haus und fressen die Gabi. Das ist im Grunde genommen heftig. Und so im Sinne des deutschen Rechts und so problematisch, aber so als Gedicht geht das eben. Ja, das ist das Gute an Literatur, dass es nicht strafbar ist, dass man das spielerisch dort macht und so. Ne? Es sind hier drin auch Sachen, die jetzt gar nicht so lustig sind, die wirklich einfach bilden. Wo man sagt, ach so, eine Kleie. Ich muss es für die, die jetzt nicht so fix sind wie ihr, muss ich auch noch ein bisschen Anlauf nehmen. Und da sind auch manche Sachen, wo die einer gar nicht gleich versteht, wo das sagt, merke ich mir, denke ich zu Hause drüber nach. So, ne? Ist auch in Ordnung. Zum Beispiel hier die Volksweisheit. Der Spatz in der Katze ist besser als die Taube auf dem Hund. Sie merken schon, es dreht sich hier um Tiere. Wie gesagt, das ist ja thematisch geordnet. Wir sind in der Tierabteilung. Das Hausschwein. Das ist jetzt eigentlich ein Gedicht, wo man die Kinder nach Hause schicken müsste. Aber könnt ihr mal bitte gehen? Gut, müsst ihr hier bleiben. Müssen eure Mutter sehen, wie sie es gerade biegen können wieder. Das ist eine Abendveranstaltung. Wirklich nur großen Rand, aber gut. Das Hausschwein. Ich mach's ein bisschen zügig, dann kriegen sie es vielleicht nicht mit. Das Hausschwein ist dick und ständig herum. Es kann kaum noch laufen und ist furchtbar dumm.
weil es so stinkt, erbricht sich der Kater. Sein Schwanz ist geringelt, es ist unser Vater. So, also. Wir haben es nie gemerkt, wir haben es nie gemerkt. Man merkt natürlich auch, das gehört gar nicht in die Tierabteilung. Aber wenn man es in der Abteilung für Menschen macht, ist es ja gleich gar nicht mehr witzig. Das Festmenü. Das Festmenü, da darf ich mal ein Wort verlieren hier zum Konzertgarten und zu Bienen und Beluga, die das Ganze also hier bewirtschaften und wieder so fit und frisch und wunderbar hergerichtet haben. Hier Holz neu, Lampen rein und Schotter und dort wird eine Liegewiese und unfassbar. Also einen herzlichen Dank an den Betreiber. Sie sind, darf ich auch sagen, ja genau, da klatschen wir mal. Sie sind, darf ich auch sagen, natürlich nicht nur dann zu den Veranstaltungen im Mädchenpark eingeladen, sondern immer am Wochenende, Freitag und am Sonntag ist hier die Restauration geöffnet und wenn hier nicht ist, können Sie sich selber verlustieren. Können Sie doch kommen, erzählen wir was. Erzählst du sonst immer. Bienen und Beluga, das war für mich hier das Stichwort, wenn gleich das hier. Bienen und Beluga übrigens, wer nicht weiß, was das bedeutet, wir haben vorhin selbst gerätselt und haben mit dem Chef gesprochen. Bienen für Bohne, Beluga für Esel und Fisch, Beluga Kaviar. Das heißt, es wird etwas angeboten von ganz einfach bodenständig wie hier bis zu ganz exklusiv im Restaurant, aber eben alles von feiner, edler, guter Qualität. Sieht man auch zum Beispiel kein blaues Dixie-Klo, sondern ein edler Container, wo mancher sagt, so möchte daheim haben. So. Das Festmenü jetzt endlich, eigentlich Viertelstunde rum, ich müsste schon gehen, aber ein paar Minuten mache ich noch. Das Festmenü, das ist heute so fest wie nie. Schnitzel, Klöße, Fruchtgelee, alles fest und hart und zäh. Brötchen, Pudding, Hühnerbein, ungenießbar wie ein Stein. Was soll man tun? Bei solchem Schmaus, man säuft sich voll und geht nach Haus. Das ist ja ein Zettel rausgefallen, mit gutem Grund, Sie müssen nicht jedes Mal klatschen, das kostet nur Zeit. Der Schrank ist ein Klassiker, da gibt es bestimmt einige Leute hier, die das kennen, oder? Ja. Genau. Da kann ich die Brille absetzen, kann ich auswendig. Der Schrank ist kaputt, das finde ich überhaupt gar nicht gut. Die Türen stehen offen, die Beine, sie fehlen, so kann jeder Zwerg aus dem Schrank mir was stehlen. Es fehlen Deckel und Rückwand, die Seiten schon immer, im Prinzip liegt der Ramsch einfach im Zimmer.